Okay, mit Kasse und allem, was dazugehört, und wir werden nachher mal schauen, ob wir ein Fahrzeug bekommen, das da mal durchfährt. Das kriegt man ja nicht als Aussatz, sondern das muss man sich selber alles überlegen, oder? Das bekommt man ja nicht als Aussatz, oder hast du zu Hause eine Originalwaschanlage? Das ist alles, Ewigkeit. Sattel drauf machen. Und du führst jetzt mal durch diese Waschanlage durch, oder? Nicht? Auch nicht, okay. Also, bring dir nicht durch. Mit dir habe ich begonnen, bei dir werde ich den Moderationsrundgang beenden. Vorher habe ich gelernt, dieser Kurzholzzug, der wird jetzt umgeladen auf die Bahn. Oder bist du schon fertig? Ich habe das schon umgeladen, der Waggon ist etwas zu klein, auch vom Maßstab her. Das Holz war schon zu lang, da kann man es nicht richtig verteilen. Aber jetzt probieren wir es mal, ob es die Lokomotive wieder wegziehen kann. Ja, das ist ja eine Schweizer Präzisionsmaschine, die wird das schon wegziehen, was du da auf dem Mensch. Okay. Interkurs selber, der Kollege mit dem Hängerzug, der ist jetzt geflüchtet, oder? Er hat sich jetzt ein bisschen aus dem Schlaf gemacht und erzählt, dass du da herkommst. Ich erwähne den schon noch. Also, liebe Zuschauer, ich werde Sie jetzt wieder in Ruhe lassen, wenn Sie Fragen zu den Modellen haben. Wenn Sie sich überlegen, dieses Modell, dieses Hobby könnte was für mich sein, scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie die Kollegen an. Wir geben Ihnen gerne mit Rat und Tat, stehen wir Ihnen zur Seite. Und ich darf Sie jetzt schon einladen, nachher kurz nach 11 zu unserem Oldtimer-Kurs. Viel Spaß hier auf der Faszination Modellbau in Friedrichshafen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist ein Österreich.